Wartet geduldig auf sie, denn sie werden sich auf jeden Fall erfüllen. Es ist ganz natürlich, sich nach all dem Guten zu sehen, das Jehova versprochen hat. Wenn sich Erwartungen nicht erfüllen, kann das die Begeisterung dämpfen oder einen sogar den Mut nehmen. Das geschah anfangs des 20. Jahrhunderts. Damals glaubten viele gesalbten Christen, sie würden 1914 ihren Lohn im Himmel bekommen. Wie kamen treue Brüder und Schwestern damit zurecht, dass sie ihre Erwartungen nicht erfüllten? Sie gaben den Wettlauf um das ewige Leben nicht auf, weil es ihnen hauptsächlich darum ging, treu Gottes Willen auszuführen, nicht darum, ihren Lohn zu erhalten. Sie waren entschlossen, in dem Wettlauf durchzuhalten. Bestimmt sehnst du dich danach, dass Jehova seinen Namen von Schande befreit, seine Souveränität rechtfertigt und alle seine Versprechen erfüllt. Du kannst sicher sein, dass er das zur gegebenen Zeit auch tun wird. Nehmen wir uns vor, ihm bis dahin weiter eifrig dienen und uns nie durch unerfüllte Erwartungen entmutigen oder lähmen zu lassen.